So, Aufzeichnung läuft. Yes, ich sehe es. Hallo, du Liebe. Herzlich Hallöchen. Willkommen. Wir sind heute bei Leichtigkeit mit der wundervollen Denise. Und guten Tag. Ich danke dir von Herzen. Ich freue mich so, dass du jetzt die Zeit hast für Leichtigkeit. Ja, doch. Also Zeit für Leichtigkeit sollte man immer haben und die auch immer mit reinbringen. Also ich freue mich auch, dass ich da bin. Also Denise und ich, wir kennen uns inzwischen seit 2016. Meine ich. Es war so damals mit Elena, ihrem Babyfüßchen-Shooting, wo wir dich empfohlen bekommen haben und dann zu dir kamen und die wundervollen Bilder gemacht haben. Das war eigentlich, dass sich daraus so viel entwickelt, hätten wir wegen Füßchenfotos auch nie gedacht. Das war so ganz der Anfang von meiner nebenberuflichen Selbstständigkeit, wo ich halt mich als Fotografin selbstständig gemacht habe. Und dieses Babyfüßchenprojekt war auch so ein intuitiver Impuls, es zu machen. Und dann wart ihr da und dann hat sich daraus einiges ergeben. Ja, ich weiß noch, wie du damals gesagt hast, ach, ich möchte noch so viel mehr machen mit der Fotografie und dann aber auch Energieheilung und so. Und dann war das auch alles so gerade am Werden. Und Mensch, seitdem ist es ja explodiert. Seitdem ist es extrem explodiert. Also da ging es ja, im Hintergrund ist sogar so, dass ich jetzt weiß, dass die Fotografie für mich nur ein Anfang war, der Ausstieg oder der Einstieg in diese nebenberufliche Selbstständigkeit und die, Explosion meiner Kreativität oder so, dass ich das gebraucht habe, um mich dadurch aber auch persönlich weiterhin zu entwickeln, um dadurch auch meine Grenzen zu sehen, meine Blockaden zu sehen, die zu sprengen. Und insgeheim war der Weg, den ich jetzt gehe mit Energieheilung, mit Persönlichkeitsentwicklung, der war einfach schon als so Samenkorn drin, der hatte die ganze Zeit schon drin geschlummert und durfte jetzt aber einfach immer mehr wachsen. Und damals, wo wir uns kennengelernt haben, war halt wirklich, da habe ich, glaube ich, die ersten Workshops gemacht, aber für mich damals. Und dann hast du ja auch erzählt von Yoga, dass du Yoga machst. Und ich dachte, boah. Und die Yoga-Familienmesse, die du da ins Leben gerufen hast. Und da hat sich ja dann so viel ergeben dadurch. Und ja, seitdem begleiten wir uns irgendwie immer. Ja, und es ist so spannend. Und ja, jetzt dieses Jahr im Januar bei Aura-Reading, das war ja ohne Worte, also es war ja echt so ein Tritt in den Himmel. Liebevolle Weise. Das war der Hammer, ja. Also Denise ist diejenige, warum es jetzt hier den Podcast gibt. Oh. Ach so, stimmt, ich vergaß. Oh, ja, also ich habe irgendwie ein kleines, ja, ich weiß noch nicht, was es ist, so eine Provokation in mir, die Leute so ein bisschen auf liebevolle Art und Weise die Arschtritte verpasst, in die Richtung zu gehen, wo sie ja eigentlich schon in sich hatten. Ja. Weil ich sehe das dann irgendwie und denke, warum machst du denn nicht schon? Und verpackt das dann vorsichtig und stupst so ein bisschen. Bei dir waren es ja ganz viele Farben in der Aura, wo einfach hieß, die dürfen jetzt raus, die dürfen jetzt explodieren. Und ich glaube, du hast dann in der nachfolgenden Zeit auch gemerkt, dass so viele Erkenntnisse und Ideen kamen, die dann erstmal wieder strukturiert werden mussten, um dann eben rauszukommen, ja. Genau, ja. Also es ist wirklich irre und du bist einfach wundervoll. Und erzähl doch mal ein bisschen mehr. Du machst ja jetzt eben das Aura-Reading und neu dazu kam ja jetzt auch Human Design. Genau. Also meine Entwicklung ist ja von ganz vielen unterschiedlichen Energieheilungen zu tieferen Persönlichkeitsentwicklung, Glaubenssatzarbeit. Also dazu gehört, meine Lieblingstools sind einfach Aura-Lesen, weil dieses, ja, also Aura ist ja auch nur eine Form von Energie. Wir nehmen ja Energie wahr und können die dann lesen. Es hört sich immer so wahnsinnig spektakulär an, die kann Aura lesen, aber es heißt einfach, und ich würde sagen, das kann auch jeder. Wir müssen nur noch mal wieder erkennen, dass es im Prinzip unsere Wahrnehmung ist und wir schulen unsere Wahrnehmung. Also als Beispiel nehme ich da gerne, wenn man in den Raum reinläuft und man spürt, irgendwas stimmt hier nicht. Was war hier? Haben die sich gestritten oder so? Das ist auch schon Aura-Lesen, weil woher kann man es denn wissen, wenn man vorher nicht in einem Raum war? Und bei dem Tool Aura-Lesen kann man sich mit einem Menschen verknüpfen und in der
Energieblase sozusagen, die verschiedenen Themen lesen. Ob das jetzt um persönliche Entwicklung geht, berufliche Entwicklung oder familiäre Themen oder Blockaden und Konflikte. Und wenn ich mich dann mit den Menschen verbinde, fange ich an, dann so Farben wahrzunehmen, kriege durch die Farben Informationen, wo denn vielleicht was hängt, ob eine Angst dahinter steckt, was man einfach tun kann, um sich zu erleichtern, um in die Leichtigkeit zu kommen. Um dann seinen eigenen Weg zu gehen. Also im Prinzip geht es ja nur darum, also nur ist gut gesagt, aber es geht immer wieder darum, das eigene Potenzial zu entfachen. Und ich finde, alle möglichen Tools, die da dafür reinspielen, sind wichtig, egal welches, egal wie sie heißen. Und ich finde halt, durch diese tiefe Arbeit im Aura-Lesen und durch die Glaubenssatzarbeit in Kombination dann, um das zu lösen, was einem im Weg steht, hat man darum, ja, sein Potenzial in Leichtigkeit zu leben. Also mit Spaß, mit Freude, mit innerer Klarheit. Und genau das, was ich jetzt mit den Menschen machen darf, habe ich ja selber mit mir gemacht. Also ich habe das ja ursprünglich gelernt, um ja, mich selber zu sortieren, um alte Blockaden, alte Glaubenssätze auszuräumen, um eben jetzt das zu tun, was ich mache. Das war das Aura-Lesen, genau. Und Human Design ist jetzt so mein neuestes Lieblingstool. Ich habe nämlich irgendwann gedacht, gerade im Bereich Energiearbeit oder Glaubenssätze. Also ich nehme die intensiv wahr, ich spüre die, ich sehe die auch. Aber wenn ich jetzt Klienten habe, habe ich immer gedacht, wie kann ich das denn jetzt zeigen? Mhm. Weil Energie ist halt, ja, ich kann es jetzt nicht wie ein Stift in die Hand nehmen. Es ist halt einfach nicht mit dem bloßen Auge sichtbar. Und dann habe ich immer gedacht, wie kann ich das jetzt zeigen? Das war so eine Frage, die ich immer wieder rausgeschickt habe. Und witzig, also an alle, die zuhören, Fragen stellen ans Universum, man kriegt eine Antwort. Ich glaube, merkst du im Moment auch, oder? Oh ja, oh ja. Sogar ziemlich schnell, also die Antworten kommen immer schneller. Man kann es mal ausprobieren. Ja, definitiv. Also es ist wirklich so. Ja. Auf einmal stehen Leute vor dir und geben dir die Antwort und du denkst so, oh ja, danke. Genau. Oder bei mir in meiner Form war es, Instagram hat mir die Antwort gegeben. Super cool. Weil ich dann plötzlich ein Tool hatte. Ich habe erst habe ich versucht, eine Antwort zu suchen in mir. Was könnte ich denn machen, um sichtbar zu machen? Will ich jetzt Tarotkarten ziehen? Habe ich mir erst überlegt. Habe aber dann schon gemerkt, es ist jetzt halt nicht so. Es hat absolut eine Kraft und eine Macht, aber es ist einfach nicht so mein Ding, ich habe da vielleicht auch ein bisschen das Verstaubte noch im Hinterkopf oder so, es passt nicht so richtig zu mir. Und dann habe ich die Frage aber offen gelassen und habe sie mal stehen lassen und dann kam über Instagram dieses Human Design. Und dort kann man durch seinen Bodychart, also man kann seine eigenen Energiezentren aufzeigen, also man kriegt wirklich ein Bild, wo man sieht, also wo ein Computer ausrechnet durch seinen Geburtstag, Geburtsurzeit und den Geburtsort, errechnet der Computer, welche Energiezentren angelegt sind, welche Energiezentren definiert, undefiniert sind, so heißt es dann. Man kann es einfach, also ein Computer rechnet es aus und zeigt es dir, dann ist es schon was Sichtbares für uns Menschen. Genau, es ist wie eine Art Gebrauchsanleitung, sage ich mal, ja. Wo du einfach mehr verstehst, wie du tickst oder warum vielleicht manchmal so handelst und es gar nicht verstehen kannst. So. Ja, also in diesem Chart steht dann wiederum ganz viel, welche Energien automatisch bei dir sind, wo noch mehr Potenziale sind, was in Interaktion mit anderen Menschen passiert, welche Eigenschaften man hat, persönliche Eigenschaften, wie die fließen und auch die Strategie im Leben, also die eigene Strategie, wie man am besten in seinem Leben funktioniert und wie man auch bestmöglichst Entscheidungen trifft. Ja. Und es steht da einfach drin. Also ich war dann, wo ich das kennengelernt habe, dachte ich sofort, wow, okay. Das ist so ein Tool, was so nochmal eine Basis bietet für alles, was darauf folgt. Weil anhand von diesem Chart merkt man natürlich auch, ob man jetzt sein Design lebt oder nicht. Was für Glaubenssätze vielleicht dahinter stecken, darf man nicht so sein, wie man ist oder was. Also daraus ergibt sich wieder ganz viel. Richtig. Also ich finde deine Arbeit deckt so die Detektivin für Widerstände, kommt mir jetzt rein.
Da kommt jetzt gerade richtig rein, weil ja, du deckst ja wirklich, das habe ich ja bei mir gemerkt, die Widerstände auf. Weißt du, auf einer Seite möchte ich da hin, aber da hängt so ein alter Glaubenssatz dran, ja, dass es gar nicht geht, ja. Das ist dann gegenseitig in sich. Ja, total. Und das aber halt auf einer irgendwie unbewussten Art und Weise, das, was man nicht gleich merkt. Genau. Eine meiner Kundinnen, die sagt, ich werde ihre Trigger-Queen. Aber sie kommt immer wieder. Weil klar, wir haben ja so einen Schutzmantel gebildet, um diese Dinge ja nicht zu sehen. Und dann kommt eine von außen, die da genau zeigt, guck doch mal dahin, und man denkt, Alarm. Oh nein, ich habe das so gut versteckt, wieso kratzt man das jetzt aus? Aber also ich meine es wirklich liebevoll, weil das kommt man ja auch, um eben die Sachen zu lösen. Und nicht nur bestätigen. Es kann mal unbequem sein, das kann ich bestimmt auch bestätigen, weil man eben Sachen sichtbar macht, die man sehr gut vergraben hat. Ja, ja. Aber ich sage halt immer, wenn man Leichtigkeit will, kann man eigentlich viel schneller Leichtigkeit haben, wenn man richtig tief geht und das Unterste rauszieht, weil dann löst sich das andere mit auf. Man kann ewig an der Oberfläche rumarbeiten, ewig, das ganze Leben. Aber wenn man richtig tief, gut, schnell Veränderungen will, dann kann man auch tief gehen. Und das kann sein, dass es erstmal ein bisschen unbequem wird, aber dann stellt sich auch ganz schnell eine Erleichterung ein. Ja, auf jeden Fall. Ja. Du hast ja auch das Human Design Reading gemacht. Ja, und also es war wirklich so, ja, wie so die Schuppen von den Augen gefallen sind, weißt du, so, ach, deswegen, okay, ich muss mich gar nicht schlecht fühlen, weil ich mich ganz oft verurteilt habe, nicht dieser, ja, verkopfte, total in Schubladen denkende Mensch bin, sondern halt, wie wir ja schon oft festgestellt haben, oh, Idee, da, da, oh ja. Und so ein Platz tut sich auf. Und da habe ich aber immer gedacht, ey, das geht jetzt gar nicht, jetzt bleib mal. Ne? Ja. Also ja, ich konnte nicht mit umgehen, habe immer gedacht, das ist jetzt falsch, wie ich mich gebe oder schon wieder was Neues und wieder was probieren und da mal wieder hin. Und das war ich halt schon immer. Und ja, mit der Zeit lernst du dann ja, bleib mal auf dem Boden, denk doch mal nicht so, was denkst du jetzt so groß? Komm mal wieder, genau, komm mal wieder runter, Und das war echt so eine Bestätigung, wo du das dann auch gehabt hast, so manifestierender Generator, okay, das erklärt jetzt einiges. Entschuldigung sein, aber es erklärt einiges. Ja, und genau das finde ich auch, dass dieses Tool eine Möglichkeit gibt, sich selbst zu erkennen, aber nicht unbedingt was. Ich habe dir ja damit nichts Neues gesagt, sondern du kriegst durch dieses Human Design irgendwie eine Erlaubnis, du zu sein. Ja. Weil du warst es vorher schon, du hast nur versucht, dagegen zu arbeiten, aber dass du so auf die mit dieser Gebrauchsanleitung oder mit diesem energetischen Fingerabdruck, also dass es genau dein Ding ist, dass es halt so ist und dass du dann mit trotzdem arbeiten kannst, heißt ja auch nicht, dass es immer so bleibt und du damit auf der Stelle bleibst, sondern du weißt es jetzt, kannst es bewusster annehmen und dann wieder damit arbeiten, um das zu erschaffen, für was du auch da bist. Weil jedes Design, also durch dieses Bodychart, wie das dann heißt, durch das Design, erkennt man ja seinen Grundaufbau sozusagen. Das heißt aber, dass man so auf die Welt gekommen ist und damit bestmöglich seine Aufgabe auf der Welt zu erschaffen, zu kreieren. Also dass jeder eigentlich perfekt gebaut ist, wie er auf die Welt gekommen ist. Es ist so irre eigentlich, ne? Dieses ganze System und eben auch, es ist programmiert. Und ich denke, es gibt auch ganz vielen eben, sag ich mal jetzt, Kopfdenkern oder Businessleuten und so weiter einen ganz anderen Blick auf diese ganze Sache. Weißt du, so, ich glaube, da kannst du dann doch nochmal anders die Leute erreichen und zum Verständnis hinführen auch. Ja. So zum Öffnen, sage ich jetzt mal. Es ist auch so, dass man dort wiederum die Einzigartigkeit der Menschen erkennt. Allein von diesem Blick auf dieses Chart erkennt man die Unterschiede. Also es gibt natürlich, also es gibt fünf Typen, auf die man grundsätzlich erstmal eingeht, wo man sagt, okay, du bist jetzt manifestierender Generator, das hat das und das in sich, deine Strategie ist das, deine beste Entscheidungsmöglichkeit ist so und so. Und dann aber in dem Chart steht so viel, dass es anhand von diesem Konzept, also Human Design, 2 Milliarden unterschiedliche Designs gibt.
Und das zeigt einfach schon, wir können nicht immer über einen Kamm geschert werden oder versuchen so zu sein, wie man denkt, dass man sein sollte, sondern jeder ist einzigartig. Und das zeigt es nochmal, gibt aber gleichzeitig eine Ruhe, würde ich sagen. Also mir hat es eine Ruhe gegeben, hey, okay, ich bin so sogar extra aus irgendeinem Grund. Es ist okay, so wie ich bin. Und aber wie arbeite ich jetzt mit dem Design? Ja, mit meinem Fingerabdruck. Ja, und jetzt finde ich auch so, ja, es gab die Ruhe rein und vor allem auch so, es war so schön zu wissen, okay, das sind jetzt wirklich einfach meine Talente und Stärken. Zum Teil habe ich sie ja auch schon gespürt, aber wusste gar nicht, wie umsetzen. Weißt? So, ja. Und da auf einmal das auch zu spüren. Und ich finde, das ist auch in der Berufswelt eigentlich so wichtig, wenn man arbeitet. Ne? Wie viele sind denn in einer falschen Rolle drin und arbeiten eigentlich jeden Tag gegen ihr Innerstes, gegen ihr Talent. Also die Stärken heben sie gar nicht vor, sondern reiten eigentlich immer auf den Schwächen rum. Wenn jetzt jeder in Zeit, also was da alles möglich ist, dass wirklich die Leute auch wieder in ihr Stärke gehoben werden. Ne? Wenn jeder nach seinem Design leben könnte, wenn er das möchte, natürlich, das ist immer eine Sache, aber man möchte das, glaube ich, tief im Inneren sowieso, weil man ja so ist, dass es dann eigentlich lauter Puzzleteile sind, weil jetzt Vater braucht zum Beispiel ein Manifesto, heißt es, der die Vision hat und du rennst dann los. Oder wir brauchen auch die Projektoren, die das Ganze irgendwie im Blick haben und mal sagen, oh, aber wo rennen die jetzt schon wieder hin? Mach doch mal, was ist hier eigentlich los? Und dann würde das alles genau ineinander reinpassen. Da kriege ich schon Geld. Ja. Oh, ja. Weil jeder einfach sich ist. Genau. Ja. Und komischerweise haben wir alle, glaube ich, das Gefühl, dass wir genau das sein sollen, was wir nicht sind. Irgendwie ist es so wie so eine magnetische Programmierung, dass ich jetzt denke, ich bin zum Beispiel ein 1-3er-Generator, das heißt, da ist dann noch das Profil mit drin, das heißt, ich brauche sehr viel für mich Zeit, auch Rückzug. Ich habe sehr viele offene Zentren, das heißt, ich empfange ganz viel Informationen vom Außen einfach auch, also nicht verbal, sondern energetisch. Das war jetzt für mich einerseits gut zu wissen, weil ich denke, ich habe ja die ganze Zeit versucht, warum kann ich jetzt nicht die ganze Zeit abends nach der Arbeit noch mit irgendjemand unterwegs sein oder so. Das ist für mich, richtig Stress. Ich habe mich aber damit schlecht gefühlt, weil ich dachte, bin ich unsozial? Kann ich nicht mit Menschen zusammen sein? Warum ist das so? Aber allein zu wissen, okay, ich nehme so viel auf, ich brauche auch die Zeit, um das irgendwie für mich zu sortieren, gibt mir die Ruhe und die Erlaubnis, auch mal zu sagen, hey, mir wird es zu viel, ich kann einfach nicht. Oder gleichzeitig ja auch, wow, mit meinem Herzensbusiness bin ich genau auf dem Weg, weil ich nehme wahr, was von anderen kommt, die müssen mit mir nicht mal sprechen, sondern ich spüre es und kann damit was verändern. Also, aber dieses bestätigt bekommen, was in mir drin schon vorher als Gefühl da war, ist halt eine richtige, also ich finde es eine Erleichterung. Seitdem konnte ich auch viel intensiver auf das eingehen, was ich eigentlich... Du kannst ja auf dich ganz anders eingehen, finde ich. Also ich finde schon, also ich habe das auch bei mir dann gemerkt, man gibt sich ja selber auch mehr den Raum wieder, weil man einfach merkt, okay, das ist einfach so und ich brauche mein Feld auch mal für mich, um wieder hochzutanken und dann kann ich aber wieder mit dem Feld auch rausgehen und kann eben auch dementsprechend helfen. Ja, wieder für andere da sein. Genau. Und ich denke halt auch, ich hoffe, es hören jetzt auch einige, die vielleicht noch gar nie was mit zu tun haben, weißt du? Und wie oft ist denn, die zwingen sich dann und gehen dann noch aus, gehen dann noch weg oder machen noch extra irgendwas für jemand, haben wieder eine Rolle, eine Maske auf und leben nicht ihrs. Leben wieder dagegen. Und das sind dann die Kräftezehrer, wo einem so viel nehmen. Ne? Ja, und diese ganze Selbstverurteilung, die hilft ja eigentlich gar niemandem. Man macht sich selber kaputt und kann dadurch aber anderen auch wieder nicht helfen. Also eigentlich ist es genau kontraproduktiv. Und immer dieses Denken, okay, andere machen das so, ich muss es auch so können, kann halt total in eine Richtung gehen, die immer, immer eine Spirale auch ist, wenn man da nicht drauf achtet. Ja, und also ich finde, das ist eine richtige tiefe Form von Selbsterkenntnis. Und auch, was ich bemerkt habe, dass man Zusammenarbeit mit anderen Menschen oder in einem Umfeld einfach ganz anders
mit sich umgeht einmal und aber auch in Interaktion mit den Menschen geht. Also ich finde jetzt gerade zu wissen einfach, dass ich so reagiere und zu spüren, dass ein anderer ganz anders reagiert und dass es dann okay ist. Wie war das mit dem Nicken? Ja, genau. Genau, also das andere, das dann auch verstehen, die Generatoren, die reagieren auf ihr Umfeld. Wir beide sind, also ich bin einmal Generator, Anja ist manifestierender Generator und wir sind dann immer, wenn wir in Resonanz mit was geht, verlieren zu nicken. Also wenn man beobachtet, die nickende Fraktion sind wahrscheinlich meistens manifestierende Generatoren oder Generatoren. Und genau da habe ich zum Beispiel bemerkt, in meiner Beziehung, ich habe noch einen Projektor zu Hause, das heißt, wenn ich abends nach Hause kommen und hier meinen Tag erzählen und sagen, wie stark sich meine Welt schon wieder verändert hat, was heute alles spannend war. Und er hört mir zu und guckt mich an und reagiert für mich nicht. Und ich dachte, warum, der hört mir gar nicht zu. Warum nickt er nicht? Also, weil ich es so logisch finde, dass wenn mir irgendwas in Resonanz gefangen, ich an den Körper liege. Und da passiert nichts. Jetzt, wo ich weiß, er ist Projektor, er muss gar nicht, oder er reagiert anders, oder er hat auch eine ganz andere Strategie, nämlich das Wahr und Denk, es ist okay. Ja. Also es sind Kleinigkeiten, aber darüber habe ich mich schon oft aufgeregt. Wieso ah ja, das heißt, du erzählst voller Begeisterung und dann kommst du ungefähr zurück, jo, mit dir. Genau. Hallo? Also, ja, und jetzt? Was heißt das? Hallo? Freut dich, komm mal mit. Genau. Und das sind so Kleinigkeiten. Oder dass man mich zum Beispiel am besten fragt mit Ja, Nein, wo ich sagen kann, wo ich spüre, also Generatoren sind sehr stark auf ihre Bauchstimme und die reagiert eben. Also wenn man mich irgendwas fragt, willst du, wo ich dann Ja, Nein fühlen kann, kann ich sofort wieder reagieren. Mhm. Das ist für mich so eine einfache Art zu reagieren. Mhm. Aber gerade bei Projektoren ist es einfacher, offene Fragen zu stellen. Also ich habe den Selbsttest mal probiert. Ich habe mal zu Hause ein paar Ja-Nein-Fragen gestellt und gemerkt, okay, er reagiert dann tatsächlich nicht. Aber nicht, weil er nicht will, sondern weil es einfach nicht ankommt irgendwie. Und wenn ich offene Fragen stelle, ist das was ganz anderes. Wie spannend ist denn das, ne? Also das müssen wir unbedingt, und das sage ich jetzt mit Fleiß, müssen. Man muss da nicht viel, aber das müssen wir. Wir müssen meine Familie nur dazu nehmen. Weil, wenn du jetzt gerade sagst, manche reagieren nicht auf Ja-Nein-Fragen, als ich in Bezug als in meine Rolle als Mama, wo man so gefühlt manchmal gegen die Wand schwätzt. Vielleicht, ja. Muss ja jetzt unbedingt nur sein, weil Mama labert, sag ich mal, sondern weil einfach vielleicht meine Kids dann doch wieder auch anders gepolt sind oder einen anderen offenen Kanal haben. Mhm. Ich mache das auch bei meiner Großen, die ist sehr sensibel und offen. Man kann die Interaktion auch in eurer Familie, wie ihr zusammen arbeitet oder reagiert oder wie ihr auch zusammen, also man muss auch dazu wissen, klar, unser Design ist erstmal da von Geburt an. Mhm. Aber ich sehe das halt so, sobald wir dann im Arm der Mutter liegen, ist es ja schon wieder vermischt. Mhm. Also wir sofort, wenn wir mit anderen Menschen in Interaktion gehen oder auch mit den aktuellen Energien im Universum, also astrologisch gesehen, dann sind wir sofort ja auch wieder anders gepolt. Ja. Das heißt, ihr vier zusammen habt schon wieder ganz andere Zentren aktiviert, als wenn du jetzt allein im Raum bist. Ja. Und so reagiert vielleicht dann auch die Kleine anders, wenn du mit ihr sprichst oder anders, wenn, einfach in den, oder wenn ihr alle zusammen seid. Mhm. Und aber zu wissen, wie man vielleicht jemanden unterstützt, auch reagieren zu können oder unterstützt, weiterzugehen, ich finde gerade auch bei Kindern total spannend. Also wenn Nee, sag ruhig. Mir kam jetzt nur gerade, wie man sie dann viel schöner noch begleiten kann, als mit einem viel größeren Verständnis auch und vielleicht auch, nicht nur vielleicht, man weiß ja dann eher, wie man ihnen wirklich den Halt auch geben kann, dass sie ihren Raum halten können, also wirklich freier da sein können. Besser wie wir damals uns durchquetscht haben manchmal zum Teil, ne? Ja. Ist ein Riesengeschenk. Ich finde auch, wenn die jetzt, also eigentlich sollten wir im Kindergarten am besten schon wissen, was für ein Design wir haben. Ja. Weil dann braucht man nicht im Alter experimentieren, wie man denn eigentlich am besten mit sich selber umgeht. Mhm. Sondern kann einfach, es ist natürlich ein Experiment. Man sieht es dann, man kann dann wieder reinfühlen, ist das jetzt stimmig für mich oder nicht? Mhm.
soll ich jetzt entscheiden oder nicht, aber man kann anfangen zu experimentieren damit. Und wenn man das mit einem Kind schon mitgibt oder es auch unterstützt in seiner Entscheidungsfindung zum Beispiel. Mhm. Entscheidungsfindung wird auch im Human Design dargestellt. Das heißt zum Beispiel, so Sätze wie, das ist ja eigentlich total der Hammer, wenn ich darüber nachdenke, denk doch nochmal drüber nach. Ist das so ein typischer, ja. Denk doch nochmal drüber nach. 1% der Menschen soll wirklich mit dem Verstand entscheiden. 1%. Wow. Und allen anderen zählt dieser Satz nämlich nicht. Mhm. Denk doch mal drüber nach, eigentlich können wir gleich mal rausschmeißen. Mhm. Und dann gibt es wieder Unterschiede. Zum Beispiel bei mir wäre es, die Bauchstimme soll bei mir entscheiden. Mhm. Das heißt, dieser Impuls, der kommt, ist meine Entscheidungsfindung eigentlich. Mhm. Als ich das in meiner ersten Session gehört habe, dachte ich, die Bauchstimme? Ja, ob ich die spüre? Und ich sage, ja schon, aber da höre ich doch nicht drauf. Da habe ich nur die Öffnung drauf hören. Und dann habe ich aber danach auch ausprobiert, was passiert denn, wenn ich einen Impuls kriege und das fühlt sich richtig gut. Das fängt an zu flattern, das geht so auf und ich denke, ja. Ja. Und ich weiß aber gar nicht, warum, weil logisch ist das nicht, aber ich entscheide dann dementsprechend. Ja. Seit ich das weiß, da passieren die größten, genialsten Sachen. Das ist wundervoll. Ja, aber du kannst dich ganz anders aufs Leben einlassen und dann kommt es auch wieder anders zurück, ne? Ja, genau, das ist so die Interaktion mit den Energien, mhm. weil dann entscheide ich so, wie es für mich am besten ist, dann kriege mhm. ich natürlich auch wieder. Ja. Und dann gibt es natürlich die auch noch, die mit den Emotionen entscheiden oder es gibt die, die intuitiv entscheiden. Das hat alles nochmal eine ganz andere mhm. Sache. Mhm. Oder auch die mit dem Selbst entscheiden oder mit dem Herz entscheiden. Das heißt, bei manchen, wenn man sagt, hör auf dein Herz, schon gut, aber muss es auch nicht unbedingt das sein? Ja. Ich fand das nochmal eine ganz andere wow. Sichtweise, die man wow. durchkriegt. Ja. Wahnsinn. Ey, also müssen wir auf jeden Fall, wir machen nachher gleich noch einen Termin aus. Und dann können wir nämlich darüber auch berichten, weil ich finde es so, so wichtig. Doch, wenn ich überlege, wie viel ich unter der Teppich gekehrt habe, die ganzen Jahre, weil ich mich irgendwie anders machen wollte, weil und auch nicht mit rausgegangen bin. Ich wollte immer so ein Stück weit die Energieheilung, die Öle, alles so ein bisschen hinter allem halt so mit reinbringen, weißt du, so als Zucker obendrauf, aber halt nicht sagen, ja, das sind einfach tolle Sachen und die begeistern mich, ja. Ja. Und ja, vor allem Kinder, wie oft die dann schon so in diesem Kampf sind, in diesem Widerstand, weil sie ja eigentlich was ganz anderes spüren, aber sie jetzt was ganz anderes machen sollen. Mhm. Ja. Man kann einfach im eigenen ja, Selbst sie unterstützen im Endeffekt. Ja. Ja. Nicht irgendwie anders erziehen, obwohl es die so leben vielleicht. Genau, aber wirklich dann halt kein Schakler, ich muss sagen, eben der richtige Spruch, hör auf deinen Bauch oder hör auf dein Herz, weil das können sie ja schon ausmachen. Dann fühlen sie ja die Gefühle ganz anders und können das ganz anders zuordnen auch wieder, ja. Ne? Genau, dass man zum Beispiel bei jetzt jemand, der auch eine sakrale Autorität hat wie ich, also mit dem Bauchgefühl, dass man sagt, guck mal, was ist das? Kribbelt da dein Bauch? Oder ist er einfach ruhig? Mhm. Weil das, da habe ich vorher, also ich meine, ich bin jetzt 30, auf die Idee wäre ich nicht gekommen, weil es hat mir einfach keiner gesagt. Und jetzt, dass ich weiß, auf dieses Gefühl, das ist mein Wegweiser, da kann ich hören, heißt ja trotzdem nicht, dass ich es entscheiden muss oder immer drauf hören muss. Das ist ja immer noch meine Entscheidung. Mhm. Nur weil muss es ja trotzdem nicht das sein. Mhm. Es ist eben noch ein Konzept, das sage ich auch dazu. Man ist viel mehr als nur dieses Design. Weil wir sind alle ein Mensch, man kann das ja gar nicht so reinpacken. Mhm. Aber dieser Wegweiser dazu, ich finde, ich kriege schon wieder Gänsehaut. Es ist einfach wunderschön. Wirklich. Ja. Also, ja. Das ist genial. Wir packen natürlich auch alle Links und deine Infos rein und auch wie man das Chart schon mal sich anschauen kann und so weiter. Ja. Könnt ihr alles dann unten anschauen und findet gerne. Natürlich auch den direkten Weg zu Denise, weil, haben wir ja festgestellt, heute wird auch deine Webseite gelauncht, ne? Genau, also meine Toolbox erweitert sich. Ich habe jetzt Human Design schon in meinen Coachings und meiner Energiearbeit verwendet die ganze Zeit. Aber ich möchte es auch separat, weil ich merke, allein schon dieses Wissen und dieses Grundwissen über sein eigenes Design, da öffnet sich sowas Großes und es geht so weit,
dass ich das einfach auch separat anbieten will. Und das wird heute als Angebot auf meine Website kommen. Mit Special. Super genial. Ich muss deine Haare gleich mal das. Ich schicke dir es am besten, bevor alle anderen es gesehen haben. Ja, genau. Ah, ja. Super. Hey, wunderschön. Also ich sehe einfach, es gibt Riesenmöglichkeiten dafür und auch für unser Projekt Yoga Familia. Weil das, die Familie wächst und es kommen immer noch ein paar dazu. Und gerade da ist dann auch mal wichtig, so in der Gruppe das dann mal rauszufinden, wer was ist und dass wir die richtig platzieren. Genau. Erzähl doch mal von der Yoga Familia, wenn du schon die Yoga Familia ansprichst. Was ist denn unsere Yoga Familia? Inzwischen so viel mehr eigentlich, ne? Als Yoga und als Familie. Also damals entstand ja, 2016 entstand die Idee durch Eliena damals, dass ich ein Event machen möchte, um die Menschen mehr in die Verbindung zu bringen, zu sich selber zum einen, aber auch Leuten eine Plattform eben zu bieten, wo sie wissen, da kann ich hingehen und finde alles zum Thema Wohlbefinden, Gesundheit, Bewusstsein, Yoga. Und könnt ihr mal reinschnuppern, den großen Zehen quasi in dieses Wasser reinstrecken, in diese Welt, um zu schauen, was es denn für tolle Tools eben auch gibt. Mhm. Und ja, inzwischen hat sich ja so viel getan. Es war jetzt 3 Jahre lang die Messe. Dieses Jahr, naja, Corona, ein bisschen anders. Aber auch das nimmt jetzt Gestalt an. Man tanzt halt dann mit dem Leben. Und ja, kriegt aber dadurch natürlich auch nochmal ganz andere Ideen rein. Ja. Und die lasse ich jetzt auch zu, weil das ja auch so gut ist. Genau. Und ja, jetzt gucken wir mal, was da draußen noch mehr entsteht. Also ich denke, es wird auf jeden Fall auch wieder Live-Events geben. Mhm. Aber dieses Jahr jetzt erstmal nicht. Einfach zur Sicherheit, stressfreier. Mhm. Und aber ich ja, habe die Vision, dass es ein ganz großer, buntes Event wird, sage ich jetzt mal, ja. Wo Menschen einfach wirklich dann so ihren Weg finden, an ihre Leute andocken können, sage ich jetzt mal, die ihnen helfen, ins Bewusstsein zu kommen. Ja, weil jeder was anderes braucht auch im Endeffekt. Und genau. Deshalb finde ich den Namen auch genial, die Familia, Yoga Familia, weil allein bei diesen Messen, die jetzt da schon ein paar Jahre stattfinden, also beim 3. Jahr war es schon so, wie man reingelaufen ist und alle Messe war so, hey! Ja. Also großes Familientreffen und es war halt wirklich von allem was dabei. Also wie in der Familie auch, diese ganzen unterschiedlichen Aspekte, die Ideen, die Tools und alles war da. Und auch den ganzen Tag, dass man die Workshops mitmachen konnte, dass man Yoga machen konnte oder Healings mitmachen konnte und gleichzeitig auch Öle ausprobieren oder also alles dabei und es ist, dass du das dann eben so zusammenbringst als Familie und sich das auch, also das ist wirklich nicht nur ein Wort, sondern es ist spürbar. Ja, also es war einfach ein großes Familientreffen und dass man es dieses Jahr anders macht, ist flexibler. Ja. Neue Ideen, wir machen trotzdem mit. Genau. Genau deshalb. Ja, also genial. Und da hast du auch das angesprochen, auch in, also einmal in der Familie, dieses Zusammenspiel. Mhm, ja. Oder auch im Business, dass man vielleicht einen Visionär braucht und einer, der das umsetzen kann und einer, der dann das sieht im Gesamten, um zu sagen, komm, aber irgendwie, wo lauft ihr jetzt gerade hin? Vielleicht sollte man in die Richtung. Mhm. Einfach das zu wissen, um jeden dann bestmöglichst einzusetzen, weil mit dem bestmöglichen Einsatz kommt ja auch die innere Erfüllung und Zufriedenheit. Jeder hat ein Thema für sich, also ein Generator zum Beispiel, der strahlt einfach, wenn er sich in seinem Ding wohlfühlt. Ja. Und es gibt auch immer ein Nicht-Selbst-Thema. Also wenn ein Generator so in die Frustration reinfällt, dann ist es schon so ein Achtung, es ist vielleicht jetzt gerade nicht so dein Weg, was du da machst. Achte mal da drauf. Einfach so, man hat immer wieder diese Richtungen dann. Ja, ja, es ist wirklich ein richtig guter Sensor, das stimmt. Also das mag ich ja bei mir auch, ne? Und wenn es dann wirklich so ganz leicht von der Hand läuft und Leute sagen so, danke dir, und du denkst, das war doch jetzt einfach das Natürlichste, was ich hier gerade mache. Und genau die Leichtigkeit. Ne? Die Leichtigkeit, ja. Die darf ja wieder reinkommen, ne? So, ja. Und, ja. Wenn jeder so seinen Platz hat, seine Freude auch lebt, sein sich selbst lebt, dann kommt die Leichtigkeit und dann spielt auch alles miteinander also zusammen. Ja. Ja, und dann ist eigentlich mehr ein großer Spielplatz, wie dass es noch Arbeit ist. Und das ist genau, ja das Schöne. Dann darf's Spaß machen. Eben. Erfüllung geben. Ja. Und Leichtigkeit. Ah,
es ist einfach wunderschön. Und ich finde es so toll, ja, dass wir jetzt auch eben die Plattform haben, immer wieder mit Zoom-Calls. Und es ist eines von vielen, ganz bestimmt. Da kommt was. Da kommt was. Ich danke dir von Herzen. Ich danke dir. Und ja, freue mich schon jetzt aufs nächste. Mhm. Nächste Mal. Und ja, wir machen jetzt nachher nur den Termin aus. Und ihr, und ihr da draußen, lasst es euch gut gehen. Seid gut zu euch. Und habt Leichtigkeit. Ja, genau. So Leichtigkeit und Freude. Danke dir und danke euch allen fürs Zuhören. Tschüss. Ciao. Ja, und